So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. In der letzten Folge sind wir nach Byron Bay gereist, nachdem wir das Festival erweitern konnten. Und heute wollte ich mir mal ein neues Auto kaufen, was ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe. Aber es ist natürlich nicht dieser Abarth. Also schon so ähnlich am Anfang. Also es ist fast die gleiche Klasse. Es ist nämlich nicht Hot Hatch, sondern es ist Super Hot Hatch. Habe ich mir einen ganz heißen Kandidaten ausgesucht, der mich als DLC in Forza Motorsport 6 reinkam. Und der auch ziemlich nice aussieht, auch wenn er keinen 5-Zylinder mehr hat. Es ist nämlich der Ford Focus RS von 2017. Der ziemlich geil aussieht übrigens. Den werden wir heute erfahren. Und zwar habe ich vielleicht mal Bock auf ein bisschen oder auf ein paar Straßenrennen. Mal das eine oder andere. So, nehmen wir kein Blockdesign oder nehmen wir es nicht? Ist halt die Frage. Man sieht da eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Was gibt's denn hier so als. Guck mal den mal kurz hier an. Obwohl eigentlich in dem Blau, das steht ihm schon relativ gut. Ach, nehmen wir mal hier in dem Blau den Wagen. Kostet auch nur 43.000, also gar nicht mal so viel. Ja, auf den hatte ich mal richtig Bock. Ich habe mich ja gefreut, als der in Forza 6 reinkam, aber. Da ich ja da keine normalen DLCs hatte, außer den beiden Erweiterungen, konnte ich den dann ja natürlich nicht fahren. Da freue ich mich jetzt umso mehr, den jetzt mal zu fahren. Der sieht schon echt böse aus, vor allem von vorne. Also der, mit dem bösen Gesicht, also der sagt schon, ich will angreifen, ich will dich überholen. So, mal gucken, wie der tunbar ist. So, erstmal, was ich gerade sehe, ein Scheunenfund. Und zwar der Ferrari Dino aus der letzten Folge. Den können wir abholen. Wunderbar. Nicht irgendein Dino, Aber ein ich warte auch noch auf einen bestimmten 240 Scheunenfund. GT Und mit zwar auf größerem den Motor. Der Reliant. schnurrt so sanft wie damals, als er vom Damit Fließband werden wir, glaube gelaufen ich, auch ein ist, bisschen war eskalieren, aber wenn ich nicht den gerade leicht, fahre. den Mii aus den Sitzen zu bekommen. So, was können wir denn hier. Ja, also ich werde. Wird heute auf A-Klasse bleiben. Weil der ist ja eigentlich so gar nicht langsam. Deswegen reicht das auch. Ein anderes Getriebe ist ja. Ne, ist ja klar. Ob ich den ein bisschen höher? Ich weiß noch nicht so genau. Wir werden mal gucken. Durch bessere Bremsen sind immer gut. Der hat auch schon, dass ich gerade. Der hat schon ziemlich große Felgen, fällt mir gerade mal auf. Also, die sind gar nicht mal so winzig. Sind tiefer liegen natürlich. Das finde ich nice. Und machen wir noch ein bisschen hoch. Ja, ich würde sagen. Ja, wieder ein kleines bisschen weniger als sonst. Aber das geht bei Spoiler. Guck mal vorne, da kann ich noch die Vorzeile dran machen. Die sieht, ja, könnte man theoretisch ranmachen, aber. Obwohl, die sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Bis auf hier dieses Ding da in der Mitte. Vom Kühlergrill. Sonst passt das sogar ziemlich gut. Ich guck mal, was hinten ist, aber ich denke mal, das wird noch schlechter sein. Wow. Darum noch was drauf zu bauen, ist ja mega sinnvoll. Komm, wir lassen den mal. So. Felgen, was können wir eigentlich einbauen? Wir könnten einbauen als Motor. Ein 6,2 Liter V8, den wir natürlich nicht reinbauen werden. Und wir könnten auch Heckantrieb umbauen. Aber natürlich Allrad ist schon standardmäßig verbaut. Ist natürlich auch nicht schlecht. Den Reifenmischung könnten wir. Obwohl, brauchen wir die. Ich meine, der hat schon ziemlich gute Bremsen und auch gar nicht so schlechtes Handling. Ich guck mal hier bei Felgen, da was Schönes bei ist. Nee. Gucken wir mal, was hier uns anspricht oder auch nicht. Sondern nämlich auch die normalen Felgen, die sahen ja auch echt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie. Wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Die in Schwarz machen vielleicht? Warte, ich kann da schon mal so die Felgen schwarz färben. Das machen wir schon mal. Bestätigen. Und dann sieht das vielleicht auch ein bisschen besser aus. Oder dass ich so unlackierte Felgen mag ich überhaupt gar nicht. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. So. Die Farbe werden wir so lassen. Die finde ich sehr, sehr schön. Blau.
Die Felgen. Machen die Felgen mal in Kohlefaser. Natürlich das Polierte, nicht das Matte. Dann schauen wir mal, welche Felgen ihnen denn so stehen. Weil die Felgen finde ich bei dem Auto schon relativ wichtig, zumindest aussehenstechnisch. Da kann man doch schon ganz schön viel verkacken. So. Ups. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Felgen. Ja, ein bisschen. Wo waren wir? Das waren die, ne? Ich finde die doch eigentlich. Ich finde die irgendwie geil, die von die OZ. Subaru Osmo GT. Doch irgendwie mag ich die. Komm, wir machen die rauf. Machen wir die größer? Eigentlich reichen die 19 Zöller ja. Oder? Ach komm, die reichen. Vielleicht ein bisschen breitere Reifen. Das macht sogar den Wagen schlechter. Okay, der 285er, der serienmäßig 235er. Okay, das ist jetzt nicht so viel. 540er, okay. Machen den Wagen doch mal ein ganz schönes Stückchen besser. Ich guck mal jetzt eher so vielleicht noch. Hier, also Leistung wollte ich eigentlich nicht verbessern, weil der hat nicht genug Leistung mit seinen 370 PS. Machen wir mal so und dann wird das auch eigentlich schon reichen. Also ich werde die Autos bis jetzt erstmal so, ich sag mal, sehr dezent tunen. Weil ich fand sie auch so sehr, sehr gut. Wahrscheinlich ist sich immer mehr. Leistung ist ja nicht immer gleich besser. Ich sorge dafür, dass die Party hier beim Festival immer weitergeht. Du sorgst da draußen für neue Fans. Ach du Scheiße. Das ist mal so einiges. Ja, aber ich muss sagen, hier fahren wir auch direkt hin. Ne, wir machen. Genau, Straßenrennen wollte ich machen. Warum war das hier direkt? Das erste. So, ich muss. Also der Fuchs auch schon, weil der sieht. Oh. Oder geht er noch ein bisschen tiefer? Also wenn es um Tieferlegung geht, bin ich meistens so, je tiefer, desto besser. Ja, komm, ein bisschen, ein kleines bisschen geht noch. Der braucht, ja, etwas über 4 Sekunden auf 100. Und um die 10 auf 161, also 100 Meilen. Okay, 92 schafft er. So. Ich guck mal, wie die Übersetzung ist und dann schauen wir mal, wie ich die verändere. Ist halt nur ein Vierzylinder. Aber sollte trotzdem reichen. Ja, aber vielleicht trotzdem angenehm schnell, sage ich mal. So. Das dürfte eigentlich soweit passen. Schauen wir mal. Der Wagen hier so schlägt gegen Konkurrenz. Ist leider ein Handschalter. Ich glaube, bei dem wäre eine Automatik richtig geil gewesen. Oder an sich noch ein Doppelkupplungsgetriebe. Sehr, sehr sinnvoll gewesen. Aber gut. Ist ja auch nicht bei vielen Amis so, dass da ein Doppelkupplungsgetriebe ist. Ist halt eher sowas Europäisches, sage ich mal. So. Gucken, wie das Straßenrennen so wird. Ich tippe mal, dass wir es das so entweder in der Dämmerung fahren oder nachts, weil es macht halt auch Sinn. Ist ja ein, ich sag mal, illegales Straßenrennen. Das nicht am helllichten Tag gefahren werden oder zuschauen sollen, sondern eher so in heimlicher Stille. Schauen wir mal, was der Fokus so kann. Okay, die Felgen, die sehen echt geil aus, die OZ. Also bei dem Ford gehen sowohl, ich sag mal, so fünfspeichige Felgen, als auch welche mit ganz, ganz vielen Speichen. Oh, nette Konkurrenz. Ach du Scheiße. Ja, das ist sehr gemischte Konkurrenz und vor allem auch viele sehr schnelle Autos mit bei. Hier muss ja Lago, Alter. Reventon, Vantage, eine 4 Horizon Edition, eine Viper, F-Type Horizon Edition, LFA. Ein F1, ein F-Type Product Server machen und ein 458.
Also vom AI sind wir deutlich unterlegen. Guck mal hier bis teilweise über 50 Punkte oder um die 50 Punkte mehr, das ist doch schon echt übertrieben. Es wird echt schwer hier, was eine gute Platzierung rauszuholen. Aber mal gucken. Wir machen mal kurz ein Foto hier, weil wir noch ein paar Autos hier fotografieren dürfen. Machen wir erstmal nach hier vorne, gucken, ob da was ist. Na, sie. Ja, schon mal vier Autos. Die sind nicht angezeigt worden, da war kein Fotosymbol. Und mal natürlich von hinten. Jetzt 220 Autos haben wir fotografiert. Oh, hat noch zwei. Können wir auch schon vielleicht ein Foto machen oder so? Wenn man das hier so mal an sich anguckt. Ach komm, nee, mach ich später. Wir wollen noch fahren. Oh Gott, ich höre schon, was hinter mir ist. Ja gut, das ist doch ein bisschen unfair. Ich meine, wir haben nur 370 PS, das mit der Mr. Lauger Sword hat ja 670, so 300 mehr. Ich glaube, dass. Ja. Ne, wir beenden das Rennen mal kurz. Und bauen den Wagen mal wieder auf A-Klasse runter. Also auf S1 hochbauen würde ich jetzt eigentlich eher nicht so gern. Okay. Ich denke, wir fahren eher so wirklich angepasste Gegner, die höchstens mal so 10 Punkte mehr haben als ich, aber ich werde das ja gegen Supersportwagen fahren, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich dachte auch eher so, vielleicht sowas noch die Richtung halt so Super Saloons, also wie M4 oder C-Klasse. Aber dass wir halt mit den Brummern da ankommen, das ist doch ein bisschen too much. Davor, der fährt sich schon mal sehr gut. Ich meine, er ist ja halt auch Allrad. Bei der Leistung ist das doch sehr angenehm. Und Fähigkeitspunkte verdient. Sehr schön. Dafür müssen wir auch noch einige verdienen, um alles zu kriegen. Das mal so grob ausgerechnet. Also, es sind auf jeden Fall noch mehr als 300 Punkte, die wir brauchen, um alle Fähigkeiten da freizuschalten. Komm. Ich denke mal, 15 Punkte weniger, da sollte der auch noch fast genauso schnell sein. Und zwar, was kommt alles raus? Richtige Gewichtsreduktion, reicht das denn schon? Na, siehst du. Ganz einfach. Mit der Wagen halt wieder ein bisschen mehr, aber ja gut, 1,5 Tonnen, es geht noch. Oder so muss der Lago doch einiges mehr wiegen. G458 dürfte leichter sein. Der Rest ist so ungefähr unsere Ebene. Weil Reventon ist ja auch relativ schwer. Auf jeden Fall schon mal schwerer als unser Fokus hier. So, hier ist der Lauf. Jetzt dürften die ganzen Supersportwagen aber nicht mehr mitfahren. Hoffe ich zumindest. Halt noch so normale Autos, die ungefähr unsere Leistungsklasse sind. Oder zumindest nicht so entfernt. Der Innenraum. Ja, der Tacho gefällt mir. Ja, nicht schlecht. Geht auch zügig voran. So, dass man schon doch sportlich fahren kann. So, zweiter Versuch. Komm. Jetzt sollten wir doch deutlich bessere Chancen haben. So, man sieht hier relativ wenig, außer meine glühende Bremsscheibe. Ist ja auch Nacht. Ist da meistens relativ dunkel. Gucken, was hier jetzt so ist. Okay, das sieht schon mal deutlich mehr nach unserem Kaliber aus. Ja, das ist okay. Ein M5, ein Challenger, also auch Top Speed Monster, aber auch ein Ford Ranger T6. Die E-Klasse ist auch gut. Ja, das ist schon mal
Das ist schon mal deutlich schwerer. Hoffe ich, was wir jetzt daraus holen. Auf jeden Fall haben wir Allrad. Aber die A-Klasse leider auch. Deswegen können wir da am Start nicht wirklich was rausholen. Da lassen ein Auto, ich weiß, das kommt ich einfach mal später. Werde ich ja bestimmt jetzt nicht noch einmal sehen. So. Start noch nicht wirklich was gut machen können. Außerdem geht er noch ein bisschen, sind da gerade mal 10% rum. Das Getriebe, das passt soweit. Eine sehr schöne Übersetzung. Ist auch gar nicht mal so weit vom Seriengetriebe entfernt. Danke. Gott, lenken. Plötzlich war schon so eine kleine Gruppe vorne abgesetzt. Wir sollten ja natürlich schnellstmöglich einholen. Das ist halt gerade relativ viel gerade Strecke, wo man viel Vollgas geben kann. Da sowas wie Charger oder R5, ja, das ist natürlich eher ein Spezialgebiet. Und ich fahre gerade wieder mal wie ein Idiot. Und auch hier nach diesen, sag mal, den blauen Rauchsäulen, das hat doch schon Style. Das ist auf jeden Fall schon mal nett gemacht. Jetzt könnten wir. Der Lotus Esprit war vor uns. Schon auch kein schlechtes Auto. Mann. Hey, da will ich jetzt überholen. Ja, leider so ein bisschen blöd gebremst, der Wagen vor mir. Deswegen muss ich halt so ein bisschen rechts ausweichen. Das war gut, das war gut. Haben auch schön den Speed aus der Kurve mitgenommen. Haben wir schön eng genommen. Da haben wir noch 4 Plätze nach vorne, dann bin ich zufrieden. Weil Straßenrennen heißt für mich alles oder nichts. Ja, also entweder Erster werden oder ja, sich extremst blamieren. Wir haben wohl Turnsplit-Probleme, sehe ich gerade. Ist der 6. Gang vielleicht doch ein bisschen lang übersetzt? Kann das sein? Muss es noch ein bisschen kürzer gehen? Wir müssen noch ein bisschen nach vorne. Und da ist halt ein Challenger vorne, wie ich gerade sehe. Und was sollen wir gegen einen Challenger machen? Der hat halt über 300 PS mehr als wir. Okay, bessere Kurvenlage weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall, ich meine, die Strecke liegt ihm deutlich mehr. Komm. Na ja, gut. Beschleunigen ist jetzt nicht so was rauszuholen. Das werden wir aber, denke ich mal, nicht gewinnen. Ist das da vorne noch der Ferrari? Ja, 5. Ja, das gefällt mir. Nein, Moment. Wenn wir jetzt nicht gegen den Wagen fahren, hätten wir den überholt. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Okay, das gewinnen wir, glaube ich, doch schon das Rennen. Der Challenger hat zum Glück mal gebremst. Sonst hätten wir überhaupt keine Chance gegen den Wagen. Ist halt viel zu übermotorisiert. Yes. So. Dann hätte ich jetzt mal alle eure Autos. Bei dem Einzelnen und dann wäre ich zufrieden. Aber erster Platz auch schön. Und Rückwärtsgang drin. Okay. Können wir vorwärts fahren. Heute Nacht fahren wir. Gewinnen Sie erste Straßenrennen. Ich habe gehört, es sind glaube ich 16 Stück an der Zahl und 4 Nachtduelle, wo man glaube ich jeweils ein Auto gewinnen kann. Und wie das bin. Jetzt aber Stufe 59. Bald wechseln wir von grün auf, ja, türkis ungefähr. Wir können einen Ferrari 355 Berlinetta gewinnen. Hätte ich auch gerne. Oder bitte viel Geld. Naja, immerhin 40.000. Ein geschenktes Geld ist auch immer schön. Fahren wir noch ein Rennen? Ja, eins auf jeden Fall noch. Nehmen wir schon Fokus hier, ja, mitten in der Nacht. Jetzt habe ich es. Okay, wenn wir nur das hier. Was müssen wir für die nächsten machen? Ich muss noch ein Kopf-an-Kopf-Duell gewinnen. Und ja, auch noch. Ach, wir müssen noch Kopf-an-Kopf-Duell gewinnen. Okay.
Falls auf dem Weg was kommt, könnten wir ja auch ein Duell machen. Mal wieder ein bisschen Cockpit fahren, ist ja in der Nacht beleuchtet, deswegen sieht man auch ein bisschen was von den schönen Rundinstrumenten. Genau da wollte ich hinfahren. Wo auch sonst. Mal ein bisschen hier erkunden, was da runter ist. Ja, komm. Jetzt die Straße fahren. Ah, der Fokus, der fährt sich schon ziemlich geil. Ich meine, der hat natürlich sehr, sehr wenig übersteuern. Okay, ein bisschen untersteuern ist aber eigentlich normal. Aber auch nicht schlimm. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm fahren. Vor allem jetzt in der Nacht, da ist es halt mit der Übersicht doch ein bisschen schlechter, deswegen konnte er nicht ganz so gut fahren. Zumindest meine Einschätzung. Ja, ist auch jetzt, sag mal, im Regenwald relativ dunkel, weil da keine, ich sag mal, Straßenbeleuchtung oder irgendwas ist. Nur ein Geisterfahrer, der gerade gestorben ist, weil er gegen den Baum gefahren ist. Weil, man aus dem Scheinwerfer sieht man hier halt nicht sehr viel. Und dann noch so schlimm, wenn man Scheinwerfer sieht, das verwirrt einen manchmal so ein bisschen. Alter, ich war so gerade nicht gerade in der Nacht, das gibt überhaupt nicht. Aber doch, sehr, sehr, sehr schön mit dem Wagen. Das hat bis jetzt meine Erwartungen erfüllt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Wagen hier in der Hot Hatch-Klasse oder Super Hot Hatch-Klasse. Denken wir auch so als Konkurrent gegen, ja, ich würde vielleicht sagen, so der neue RS3 und die A-Klasse. Wird, glaube ich, alle drei zwischen 350 und 400 PS, also auf jeden Fall nicht untermotorisiert. Ja, und da könnte der Focus doch ganz gut mithalten. Vor allem bei Preis, denke ich mal, weil der Mercedes und Audi bauen ja auch nicht gerade die günstigsten Autos. In der Ford ist jetzt vielleicht nicht so gut verarbeitet oder hat die und die Ausstattungssachen, aber ganz ehrlich, man braucht ja nicht wirklich jeden Schnickschnack im Auto, deswegen kann man auch damit leben. Mittlerweile sind Amerikaner hier eigentlich auch relativ gut verarbeitet, also das passt doch alles. Wenn der Wagen Spaß macht, dann ist doch eigentlich die Ausstattung relativ egal. Als Beispiel bei einem Oldtimer, das ist wichtig, wie er sich fährt, wie er sich anhört, wie er aussieht und nicht wie geil der Innenraum ist oder wie toll das Fahrwerk ist, ist alles nicht so wichtig. Deswegen kann man doch eigentlich von Abstrichen leben. Links abbiegen. So, schnell links abbiegen. Ich meine, den linken Außenspiegel verloren. Den rechten auch. Ja, wir brauchen schon Außenspiegel. Wir müssen ja nicht einparken. So, nächstes Straßenrennen. Stadt Asphaltschneider. Also auch ein bisschen Offroad. Also schließe ich jetzt zumindest daraus, dass wir auch ein bisschen Offroad fahren werden. Habe ich aber nichts gegen, weil ich glaube, das würde meinem Fokus in die Karten spielen, ein bisschen Offroad zu fahren. Mal gucken, ob wir jetzt wieder Erster werden. Würde ich auf jeden Fall begrüßen. So. Dürften wieder die gleichen Gegner sein oder mit ähnlichen Autos. Oh mein Gott, ist das Design hässlich. Von dem BMW da vorne. So, fahren wir also die gleichen Autos mit. Okay, ein 370Z fährt diesmal mit, auch ein Urus, ein normaler F-Tide. Ein Dodge Artemi, ein Ferrari F40, der ist A-Klasse, Alter. Jaguar X FRS, also Kombi, Ariel Nomad. Ja, mit zwei, ja. Also doch schon ganz andere Autos. Also wir trotzdem schaffen. Der Ariel ist süß, finde ich. Oh Gott. Schau, wir haben beim Start, meine ich, einige Plätze gut gemacht. Und ja, wenn man die Kurve so weit innen anfällt, muss man noch früher bremsen. Klingt eigentlich logisch. Alter, Ariel drängt mich nicht weg. So. Ich muss den Wagen noch ein bisschen kennenlernen. Deswegen. Okay, Vollgas ist doch nicht immer so gut bei dem Wagen. So, da gelingt mir gerade nicht so. Das soll auf jeden Fall noch was werden. Der meint schon 6 haben, gleich 5, oder? Uns reinbremsen werden in der Kurve. Oh Gott.
Der bremst sich echt so mega höflich, das ist der absolute Wahnsinn. Okay, ich hab's schon gesehen. Ich hab's gesehen, Kontrollpunkt. Bisschen zu weit innen genommen. So, jetzt aber. Fliegen F-Type ist auch ein ganz schön ordentlicher Gegner. Wenn jetzt mal so bedenkt, ist er auch, ich glaube 500. Ja, ich weiß, Walzer. Ja. Die sind aber auch echt eng gesteckt hier, die Checkpoints. Also, ziemlich viel abkürzen ist ja gar nicht. Das ist aber auch so ein bisschen penibel, sag ich mal. Okay. Hat sich irgendjemand abgeschossen? Galekta hier, BMW. Jetzt sieht da der Jaguar vor uns. Richtig sehr harte Konkurrenz. Dürfte mich in echt, denke ich mal, eigentlich zumindest in den meisten Disziplinen schlagen. Da kommt der BMW. Nein. Du spinnst hier. Der Dieter kann ich einfach so überholen, ohne mich zu fragen. Also das geht ja wohl gar nicht. Und jetzt wieder Erster werden. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus für uns. Boah, da will ich jetzt einfach nicht gegenfahren. Mann. Komm, das kriegen wir besser hin. Ich will auch Erster werden. Den ersten Platz zwar nicht verdient, aber ist ja doch schon nicht verkehrt. Ach Mist, nur Zweiter geworden. Fuck. Das war aber knapp. Das war richtig knapp. Aber leider, die haben zwei noch vor uns. Der ist Toaster Frosch, wer kennt ihn nicht? Oder Fleischblock. Mal die besten Namen hier. Ach Mist, das ärgert mich echt. Blenden 2. Ich bin aber leider schlecht gefahren, also. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, dass ich nicht Erster geworden bin. Ich hoffe, ich habe auch relativ wenig EP dafür. Das ist echt ein bisschen schlecht. Das ärgert mich wirklich ein bisschen, dass ich jetzt nicht Erster geworden bin. Im kleinen Fokus hier, noch Fokuschen. Machen wir noch was jetzt, was noch was anderes? Hier ein Scheunenfund. Ne, ich würde sagen, die machen wir in der nächsten Folge. Wir haben noch ein paar davon offen. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Scheunenfunde haben wir noch offen. Von 15. Das ist ganz schön heftig, aber ich werde es schon irgendwann machen. Hier ist noch ein Driver, den wir rekrutieren könnten. Aber das machen wir alles in den späteren Folgen. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder Forza Horizon 3 spiele. Ich bin raus und ciao.